Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von Train Simulator 2022. Ich habe mir gedacht, wir machen heute mal ein bisschen was anderes und bin mir aber noch nicht ganz sicher. Warum das nicht funktioniert, weiß ich leider nicht. Ich bin am Überlegen. Wir nehmen einfach mal das hier. So, müsste jetzt eigentlich auch gleich losgehen, hoffe ich doch. Tja, da baut sich gerade noch die Strecke auf. Guten Morgen, Sie fahren einen Vollzug durch ganze Stammstrecke nach Grafing auf der Linie S4. Eine S1 aus Richtung Freising überholt Sie ab Laim bis Ostbahnhof. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Train Simulator 2022, der Dennis spielt das. Wir stehen hier mit unserer S1 in Pasing und ja, haben die Linie 54 und ich werde jetzt erstmal die Türen öffnen, würde ich sagen. Ist jetzt hier erstmal dunkel. Licht ist auch an, wunderschön. Würde ich sagen, auf geht's. Erste Station, Laim. Thank you.
So, wir haben viele Halter heute vor uns, wie ihr gerade schon gesehen habt. Und ja, so. Wir wollen ja nicht zu schnell werden. Dichter Nebel begleitet uns übrigens, aber ich denke, das ist noch zu verkraften, hoffe ich zumindest. Erreicht. So, natürlich rot aufgrund des der angekündigten Überholung hier in Leim. Übrigens ein sehr schöner Zug, muss ich wirklich sagen. So, fahren langsam los, weil wir haben ein gelbes Vorsignal. Wenig heftig gebremst. Jetzt passt es.
Da stand ich doch zu kurz im Bahnsteig. Das wollen wir natürlich nicht. Auf geht's nach Donnersberger Brücke. Und ich denke mal, dass wir dann gleich in München den Führerstand wechseln werden. Nächstes ist dann Hackerbrücke und München und danach fahren wir dann Karlsplatz, Marienplatz, Isartor, Rosenheimer Platz, Ostbahnhof, Leuchtenbergring, Berg am Laim, Trügerring und so weiter. So, wo waren wir? Trüdering, Gronsdorf, Haar, Vaters, Stetten, Waldham, Sorneding, Elharting, Kirsch, Seon und Grafen. Tag. Cola, gehen.
Auf geht's in den unterirdischen Teil. Nein, wir brauchen nicht den Führerstand wechseln. Es geht einfach weiter. Das ist auch schön. So, wir fahren jetzt voll in die S-Bahn. Voll die S-Bahn-Linie und ja, ich finde das richtig schön. 32 Kilometer haben wir noch zu fahren. Bis zu unserer Endstation und ja, ich hoffe, es wird eine noch sehr angenehme Fahrt. Weiter geht's. Nächste Station, Karlsplatz. Stachus. Sehr, sehr schöner Bahnhof. Kenne ich noch nicht, bin ich noch nie gewesen. Auch im Train Simulator nicht, muss ich ehrlich sagen. Und ja, gefällt mir sehr gut. Ist echt mal was Neues. So. So, auf geht's. Nächster Platz. Marienplatz. Nächster Halt, wollte ich eigentlich sagen. KI-Verkehr ist auch wunderbar. Wunderschön, muss ich wirklich sagen. Richtig schön, alles sehr schön eng hier. Die Bahnhöfe sind schön eng zusammen. Der KI-Verkehr hängt sehr schön dicht zusammen. Also alles in allem ein sehr, sehr schönes Szenario bis jetzt, muss ich wirklich sagen.
Einen kleinen Moment. Es gab gerade ein Problem mit meinem Bildschirm. Bin sofort wieder da. Kleinen Wackelkontakt an meinem Bildschirm und wenn ich da zu sehr an den Tisch wackel, dann ja, passiert das, was gerade passiert ist, und zwar ist dann das Bild weg. So, ich hoffe, dieses kleine Zwangspause hat euch jetzt nicht allzu sehr gestört. Weiter geht's. So, am Spiel ändert das natürlich nichts, Gott sei Dank. Nur, ich habe leider nichts mehr gesehen und das ist dann äußerst unproduktiv. So, Nullstellung, auf geht's zum Isar-Tor. Sehr schön. Sehr eng getaktete Verkehr, der S-Bahn-Verkehr, muss ich wirklich sagen. Einfach nur wunderschön. So, Isar-Tor erreicht. Türen auf. So, könnten ja schon mal vorsichtshalber abspeichern. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. Nächster Halt, Rosenheimer Platz, Ostbahnhof und Leuchtenberg Ring. Wo immer das auch sein mag. In Bayern. Ganz offensichtlich. Aber noch nie was von gehört. So, schön durch den Tunnel, wunderschön. Rosenheimer Platz. So, da kommt doch schon die nächste S-Bahn.
Leider kann ich euch keine Außenaufnahmen zeigen. Ihr habt es gesehen. Müssen wir es halt so machen. Nächste Station Ostbahnhof. Übrigens ist das hier ein Szenariowunsch. Es wurde sich mal, oder es wurde sich irgendwann mal ein Szenario mit einer Baureihe 423 gewünscht, oder 423. Und ja, diesen habe ich jetzt einfach mal erfüllt. Wenn ihr irgendwelche Szenariowünsche habt, haut sie in die Kommentare, seid kreativ und ich versuche sie nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen. Also seid nicht schüchtern, wenn ihr irgendwas Besonderes sehen wollt, packt es gerne in die Kommentare. So, mittlerweile sind wir wieder draußen angekommen. So, wir öffnen die Türen und gehen jetzt mal nach draußen. Da steht noch ein schöner IC, IC1 auch genannt, aber ich glaube, das wisst ihr eh. So, ist das mal ein geiles Bild, ist das mal ein geiles Bild. Mega, absolut mega. So, auch wir haben Ausfahrt. Der IC1 hat Ausfahrt mit einer wunderschönen BR101 vorne dran. Einer meiner Lieblings-E-Loks, muss ich wirklich sagen. So, öffnen die Türen. Da fährt der IC.
Willkommen in München und in über 20 Millionen Standorten weltweit. Leuchtenbergring. So. So, nächste Station Berg am Laim. Es ist weiterhin sehr neblig. Da sollte man auf Sicht fahren. Nebel ist doch sehr tückisch. Das gilt natürlich nicht nur beim Auto oder beim Straßenverkehr, sondern natürlich auch auf dem Schienenverkehr. Ist ja logisch. So. So, nächste Station Trudering. Auch noch nie gehört. Upsala, da waren wir ein wenig über die Geschwindigkeitsbeschränkung hinaus, aber haben ihn gerade noch eingefangen. Gott sei Dank. Thank you.
Nächste Station dann Grönsdorf oder Grunsdorf. Grunsdorf. Dann Haar, Vatterstetten, Baldam, Zorneding, Eckelharting, Kich, Seon. Wenn ich es falsch ausspreche, verbessert mich gerne. Ich habe keine Ahnung. Und schließlich Grafing. Oder Grafling? Grafing. Beschleunigung ist schon mega, ne? Geht ab wie Schwitzkatze, muss man wirklich sagen. So, dann sind wir auch schon in Grunsdorf. Den Namen oder diesen Ort habe ich schon mal irgendwo gehört. Kommt mir bekannt vor, muss ich ehrlich sagen. Aber wo, kann ich euch nicht mehr sagen, aber er kommt mir bekannt vor auf jeden Fall. Wer von euch in Bayern lebt, der kann mir ja mal sagen, wo ungefähr das liegt oder... zu welcher Region von Bayern das gehört, wäre ich euch sehr dankbar. Der nächste Gegenzug. Leider gibt es die S4 nicht im Zugzielanzeiger. S3, S3. S4, doch da. Ja, da muss ich gleich noch richtig einstellen. Jetzt muss ich mich erstmal wenig auf den Verkehr hier konzentrieren. Schön, jetzt passt es.
Jetzt passt es. So ist es richtig. Da geht's hier in unsere S4. Auf dem Weg nach Grafing. Nächster Halt, Vater Steppen. Ich aber ein wenig spät dran mit der Bremse. Jesus Maria. Ups. Upsala. Aber so gerade noch im Bahnsteig. So gerade noch. Die Schnauze guckt damit nicht drüber weg, aber naja, ein wenig verbremst. Ein wenig. Ich hoffe, das kann man mir noch verzeihen. Malta. Heißt das so? Nennt man das so? Spricht man das so aus? Malta? Helft mir bitte. Ich kenne mich in Bayern nicht aus. Und die Orte habe ich noch nie in meinem Leben gehört.
kommt dann Zornerding, Eckerring und der vorletzte Bahnhof Kirchseon. Kirchseon. So, ich würde sagen, wir speichern nochmal eben vorsichtshalber ab. So kurz vorm Schluss. Besser ist das. Gibt es den Ort Zornedingen und nicht auch auf der Strecke Berlin-Leipzig? Ist da nicht auch ein Ort, der Zornedingen heißt? Klärt mich auf, aber ich meine wohl, dass ich den da auch schon mal gelesen habe. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. DHL und so weiter, wunderschön. Nächste Bahnhof war dann auch schon zu sehen, Eckelheim. Oder wie der auch immer wieder heißt, mag Eckelheim. So. Eckelharting, Kirchseon und Grafing.
Eckelharting auf am Bahnsteig 2. Nächste Station, Eckelharting. Ausstieg in Fahrtrichtung links, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe sogar recht, wunderschön. So, zwei Stationen noch. Dann haben wir's. Zug nach Grafing. Nächste Station Kirchseeon. Ausstieg in Fahrtrichtung links. So. Zug nach Grafing. Bitte steigen Sie ein. Zug nach Grafing. Zurückbleiben bitte. Das ist zwar mehr in Berlin, aber hey, was soll's? Zug nach Grafing. Nächste Station, Grafing. Dieser Zug endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste, auszusteigen. Vielen Dank, dass Sie die S-Bahn München mitgenutzt haben. Wir freuen uns, wenn Sie bald wieder einen Zug der S-Bahn München nutzen. Ihr Team der Deutschen Bahn. Oder so ungefähr.
150. Im Leben nicht. Wenn die Bahn 150 fährt, hebt die ab. Aber wäre interessant zu wissen, wie schnell die fahren kann. Alles, was du hast. Ich schaffte tatsächlich, Alter, wieder zu schnell. Ganz, ganz fies in die Buchse gegangen, wenn ich das durchgezogen hätte. So, wir haben unseren Endbahnhof erreicht. Wunderschön. So, wir haben unser Ende des oder das Ende des Szenarios erreicht und damit auch das Ende dieses Videos. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt mir treu, habt ein schönes Wochenende, habt noch einen schönen Samstag, bleibt gesund, habe ich glaube ich schon gesagt. Wir hören uns nächste Woche wieder und ich würde sagen, bis dahin haltet die Ohren steif. Und passt auf euch auf. Ciao, Servus und Tschüss. Euer Denny spielt das. Bis dann. Ciao, ciao.